Ready? Ja, schon. Alles klar. Läuft, ja? Was geht ab, Leute? Es ist mal wieder Sonntag und ich habe einen neuen Gast in der Halle bei Paul Gudde trifft, heute mit Marvin Heckel. Und ich hoffe, ihr könnt euch erinnern und ihr habt die Doku gesehen, die der Mann hinter der Kamera produziert hat, denn der hat deinen Weg skizziert. Das heißt, wir sparen uns, wo hast du mit Basketball angefangen, wie war dein Weg bis jetzt, denn das müssen die Leute schon abchecken und selber nochmal gucken. Wir holen die Leute am Ende der Doku ab, wo du ganz schön erzählst, wie es ist, der Young Buck zu sein, derjenige zu sein, der lernt und der auch mal einen Spruch bekommt und der was ja, abkönnen muss. Hat sich die Position ein bisschen schon verändert? Bist du aus diesem Status raus oder wie bist du gerade im Team? Das heißt, wie war deine letzte Saison? Also der Status hat sich auf jeden Fall geändert. Ist nicht mehr so, dass ich Taschen tragen muss, mir mal ein Spruch gedrückt wird oder ich darüber lachen muss und darüber wegsehen muss. Ich bin jetzt mehr der, der das macht, aber ich bin nicht der, der das ausnutzt. Also ich bin eher einer, der den Jüngeren hilft, der versucht, verständnisvoll zu sein, weil ich weiß, wie schwer es ist, wenn man Ältere hat, die auf einen ja, so ein bisschen Druck ausüben, ein bisschen übertreiben und sowas. Und deswegen versuche ich immer halt ein Vorbild zu sein und immer ja, mit Nettigkeit und ja, immer sehr hilfsbereit zu sein. Genau. Und ja, war eine wilde Saison insgesamt. Will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber... Corona hatte seinen Anteil wahrscheinlich. Genau, ja, das waren die Voraussetzungen so, hat schon gewisse Voraussetzungen so gegeben. Aber am Ende des Tages, ja, war es trotzdem eine sehr lehrreiche Saison und ich habe das Beste draus rausgeholt, würde ich sagen. Ja. Nehmen wir die Leute mal kurz mit. Du hast bei den Eisbären Bremerhaven gespielt. Deine zweite oder erste Saison da? Erste. Die erste Saison, ne? Okay, wie habt ihr abgeschnitten? Wie ist so das Resümee vom Team erstmal und wie fällt dein persönliches Resümee für die Saison aus für dich? Einmal Team, einmal du selber. Als Team haben wir es leider in den Playoffs nicht mehr geschafft, das Finale zu erreichen, was unser großes Ziel war. Wir wollten nämlich aufsteigen, haben aber die Saison bzw. die Hauptrunde mit 8 Siegen in Folge beendet, was uns noch auf den 4. oder 3. Platz, glaube ich, befördert hat. Und eine gute Ausgangslage für die Playoffs, die wir dann leider, wie gesagt, nicht erfolgreich bestanden haben. Ja. Am Ende des Tages habe ich trotzdem eine gute Saison gespielt. Ich habe viel gespielt, ich hatte viele Anteile in der Saison. Wir hatten auch ein geiles Team, was nur umso mehr schade ist, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben. Ja. Aber wie gesagt, durch viel Quarantäne, Corona, etc. wurde es uns auch sehr schwer gemacht. Und ja, persönlich, wie gesagt, das Beste daraus rausgeholt. Ich habe versucht, mich trotzdem weiter zu verbessern. Nice. Und ja, kann nice. Trotzdem positiv zurückblicken. Ja. Ja, das heißt, in der Tat, ich glaube, das war für alle keine einfache Saison. Ja, Quarantäne, ich weiß gar nicht, wie oft ihr wart, aber ich habe das so ein bisschen durch John mitbekommen, der auch schon hier Sonntag saß, der auch bei euch zumindest mittrainiert hat. Und das wahrscheinlich einer von den Young Bucks war, die du hoffentlich, oder wie du es gesagt hast, rangenommen hast im positiven Sinne und einfach mit an die Hand genommen hast und so ein bisschen ja, einfach zur Seite gestanden hast, weil die Transition nicht einfach ist. Das waren die Playoffs für dieses Jahr. Wo geht die Reise hin? Nächste Saison? Das weiß ich noch nicht genau, beziehungsweise okay. Ich bin noch in Bremerhaven unter Vertrag. Das ist der aktuelle Stand. Ja. Wie es weitergeht, kann ich noch nicht genau sagen, aber egal, wo ich bleiben werde, wo ich landen werde, ja, das wird auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr. Ja, nicht nur für dich, sondern auch fürs Team, was dich sein wird, weil ich bekomme ja auch mit, was du im Sommer so machst. Neben besser werden und Workouts hast du ja seit letztem Jahr auch ein bisschen in die 3-gegen-3-Szene reingeschnuppert. Wie war da so deine Erfahrung oder inwieweit kannst du sagen, dass dieses Spiel auf einen Korb und dieser schnelle Spielstil auch dir als 5-gegen-5-Spieler hilft? Also, wie du sagst, ist viel schneller auf jeden Fall. Es ist viel körperbetonter. Also, ich habe noch jetzt auch am Wochenende in Berlin gemerkt, das Spiel ist hart. Ich habe auch überall Blitz, Scratches, dies, das. Es gehört dazu, kennt man ja von früher. Das bringt mir auch immer so ein Throwback-Vibe, wie früher draußen mit meinen Kollegen gezockt und so. Mal ein Schubser hier, Schubser da. Ja. Aber es ist schon hart und man muss sagen, ist schon nicht einfach, die Transition zu machen, auch wenn man ein guter Spieler ist. Ja. Aber es macht Bock. Also mir liegt es einfach, muss ich sagen, dieses Gezocke, ja, dieses mehr Platz auf dem Feld. Du hast nicht 5 Spieler oder 10 Spieler auf dem Feld, sondern du hast nur 6. Ja. Und ja, es macht einfach Spaß. Ist eine geile Erfahrung, vor allem bei geilem Wetter und sowas. Mit Zuschauern wäre es natürlich geiler gewesen, aber ja, war schon geil. Vor allem für einen Spieler wie dich, der technisch versierter ist als viele Spieler. Ja, wir haben es ja auch schon gesehen in der Doku. Neben der Tatsache, dass du Linkshänder bist und eh ein bisschen kreativer als mancher Spieler, sind deine Handles ja auch noch weiter.
wahrscheinlich, und das ist die nächste Frage, von den vielen Stunden, die du gerade erwähnt hast, auf dem Freiplatz so on point? Das heißt, wenn ihr nur 3 Tage, 4 Tage die Woche ins Teamtraining geht, da werden die Handles und euer Spiel nicht wesentlich besser. Woher hast du vor allem deine Handles und so deinen Swag bekommen im Game? Guck mal ein bisschen zurück, die Arbeit auf dem Platz. Was hat dir so ein bisschen vor allem die guten Handles verschafft? Also ich denke auf jeden Fall dieses draußen Spielen. Wie gesagt, früher über Zäune geklettert, dann einfach da tagelang gezockt. 1 gegen 1, 2 gegen 2, 21, man kennt den ganzen Spaß. Ja. Und ja, dabei ist einfach, du hast keinen Coach an der Seite, der dir irgendwas sagt, wie du was zu machen hast. Deswegen versuchst du einfach dich selber aus. Dann guckst du ins Internet, siehst NBA, Kyrie, Curry, willst auch das machen. Es hat so angefangen mit 10, 11, 12, 13, gezockt, gezockt, gezockt. Irgendwann versucht das auf das Spielfeld zu übertragen im 5 gegen 5 dann. Und ja, hat halt mehr oder weniger hin und wieder geklappt. Im 3 gegen 3 klappt es ein bisschen besser als im 5 gegen 5, mir persönlich. Ja. Aber trotzdem finde ich, glaube, das hat mir auf jeden Fall so ein gewisses Skillset oder ein gewisses Set einfach angeeignet über die Jahre, was ich jetzt immer noch nutzen kann zum Glück. Nice. Am Ende des Interviews habe ich noch 1, 2 Hot Takes für dich und will einfach deine Meinung, deine Stellungnahme nochmal dazu haben. Erster Hot Take wäre, gute 5 gegen 5 Spieler sind automatisch auch gute 3 gegen 3 Spieler. Bedingt. Ja. Kommt drauf an, was für eine Position du bist, erstens, und ja, was für ein Skillset du hast. Wie gesagt, wenn du ein individueller guter Spieler bist, dann glaube ich, kommst du im 3 gegen 3 gut zurecht. Ja. Wenn du eher weniger Skills hast, beziehungsweise nur ein Spot-Up-Shooter im 5 gegen 5, wird es ein bisschen schwer, würde ich sagen. Ja, das heißt, du musst im 3 gegen 3 wesentlich vielfältiger sein, wobei im 5 gegen 5 ja auch die Reise dahin geht, dass egal welche Position du spielst, du mittlerweile irgendwie alles können musst. Ja, das stimmt. Ja? Zweite Sache wäre, genau andersrum, sehr gute 3 gegen 3 Spieler sind automatisch auch sehr gut im 5 gegen 5. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Das heißt mehr auf gar keinen Fall als andersrum? Ja, safe. Also auch jetzt ohne zu haten oder sowas, aber ist meine Meinung. Ich finde, 5 gegen 5 hat viel mehr taktischen, viel größeren taktischen Wert und ja, man muss auf viel mehr Sachen achten als im 3 gegen 3. Wie gesagt, du hast keinen Coach. Genau, ist ein ganz anderes Game. Ist schwerer von 3 gegen 3 auf 5 gegen 5 als andersrum. Mhm. Auch wenn, wie gesagt, jeder Sport hat seine eigenen Schwächen und Stärken in dem Sinne. Ja. Aber ja, das ist meine Meinung. Ja. Du bekommst wahrscheinlich auch die Entwicklung vom 3 gegen 3 mit. Deutschland war leider vom Gefühl her ein bisschen spät dran, das Ganze zu professionalisieren. Mittlerweile gibt es aber schon Teams, die Spieler gesigned haben, die nur noch 3 gegen 3 Spieler sind. Das heißt, mittlerweile haben wir auch in Deutschland 3 gegen 3 Profis, die damit sozusagen ihr täglich Brot verdienen, wie du es im 5 gegen 5 machst. Wäre das irgendwann für dich auch eine Alternative, zu sagen, ich werde jetzt professioneller 3 gegen 3 Spieler? Oder ist das gar nicht so in deinem Kosmos? Oder das ist was du dir vielleicht irgendwann vorstellen könntest? Es ist definitiv was ich mir vorstellen kann. Okay. Wie gesagt, der Sport macht mir sehr viel Spaß. Aber ich will immer noch Ziele zu erreichen, die ich mir selber gesetzt habe im 5 gegen 5. Nice. Und deswegen habe ich mich noch nicht dafür entschieden, ins 3 gegen 3 einzusteigen. Mhm. Zumindest wie gesagt, fulltime nicht. Zumindest fulltime nicht. Okay. Im Sommer kann man hin und wieder mal ein paar Turniere zocken und sowas. Das macht auch sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, ich will erstmal meine Ziele erreichen für 5 gegen 5. Was dann ist, ist dann so. Nice. Kannst du was zu den Zielen konkretisieren oder sind das mehr so zu Hause eine Bucketlist? Oder ja, das ist eine Bucketlist. Möchte ich nicht drüber reden. Easy. Alles klar. Dann danke dir für das Update seit der Doku. Wir werden jetzt auch noch hier ein bisschen fleißig sein auf dem Court und dich hoffentlich deinen individuellen Zielen und deinen zukünftigen Teamzielen ein Stück näher bringen. Immer wieder nice, dass wir uns hinsetzen. Das nächste Interview vielleicht in einem halben Jahr oder wann auch immer. Viel Erfolg auf deiner weiteren Station. Dankeschön. Und wir sehen uns im nächsten Video.